Wir sind on the road. Wir sind mit einem Tag Verspätung gestartet. Es geht nach Rumänien. Wenn das in dem Tempo weitergeht, sind wir wann in Rumänien? Wir sind da! Wir sind da! Am Campingplatz, am ersten Campingplatz, Campingplatz, Campingplatz! Es war Luxus pur. Morgens eine warme Dusche. Das kennen wir ja gar nicht von unseren Reisen. Also, jetzt verlassen wir hier unser schönes Plätzchen und weiter geht's nach Rumänien! Rumänien! Heute kommen wir da doch auch an! Herzlich willkommen auf einer neuen Reise. Wir haben dieses Mal vor, Rumänien Offroad zu bereisen. Und weil das relativ weit von hier ist, so ungefähr 1.500 Kilometer, wollen wir an der österreich-ungarischen Grenze einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Das ist etwa die Hälfte. Und dann übernachten wir da und fahren morgen die restliche Strecke weiter. Wenn ihr die ganze Reise sehen wollt, nichts verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Klingelt das Glöckchen, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Lasst uns ein Like da und hinterlasst aber auch gerne Kommentare mit Wünschen, Anregungen, Lob. Vielleicht habt ihr eine Reiseidee. Jetzt nehme ich euch aber erstmal mit auf die erste Etappe. Also viel Spaß dabei. On the road. Wir sind mit einem Tag Verspätung gestartet. Wir haben gesagt, wir packen total in Ruhe. Jo, heute geht es an die österreichisch-ungarische Grenze. Toi, 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 hoffen wir mal. Wir haben ja gelernt, man muss flexibel sein. Aber nein, der Hugo hat uns versprochen, er hält dieses Jahr ganz brav durch, oder? Naja, wir hoffen. Bisschen windig, aber sonst ganz geil. Also direkt hinter der Grenze im Prinzip. Weiß gar nicht, ich verlinke mal, wie der Platz hier heißt. Aber total süß. Besitzer spricht Deutsch. Das ist natürlich eine riesen Erleichterung für mich. Und jetzt machen wir es uns hier gemütlich. Kochen noch eine Kleinigkeit. Und morgen geht es dann weiter. Die nächste Hälfte. Nochmal so ungefähr 600-700 Kilometer werden es ungefähr sein. Ich gucke mir das heute Abend mal an. Bis wir dann in den Karpaten angekommen sind, und da gibt es ein Offroad-Camp, das nennt sich, ich glaube, Black Sheep. Das ist anscheinend so ein Treffpunkt für Offroad-Begeisterte und Abenteurer. Und da wollen wir dann morgen Abend übernachten. Und dann übermorgen soll die eigentliche Tour losgehen von diesem Black Sheep-Camp. Ja, genau. Also. Schauen wir mal. Hallihallo, einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, es war Luxus pur. Morgens eine warme Dusche, das kennen wir ja gar nicht von unseren Reisen. Aber wir haben es direkt mal ausgenutzt, dass jetzt hier wir auf dem Campingplatz übernachtet haben. Und es war super. Der war mega ruhig. Es ist alles so ein bisschen spartanisch, aber genauso wie wir es lieben. Also Bad und Küche, alles sauber und einfach nur klein und ruhig. Und die Kinder, die Lotta? Es war zwar sehr, sehr, sehr klein, aber dafür war die Toilette so sauber. Genau. Ja, also ich fand es auch perfekt. Und jetzt trocknet gerade noch das Dachzelt, weil es heute Nacht mega geschüttet hat zwischendurch. Und also alles wir haben ist schon hier cool. Alles ist hier cool. Das finde ich ein bisschen cool. Hannes findet den Zaun nicht so toll. Mich stört der Zaun nicht. Also, jetzt verlassen wir hier unser schönes Plätzchen und weiter geht's nach Rumänien! Alles gepackt, yay, die Kids, die sind irgendwo mit der Sella da runtergelaufen, die sammeln wir jetzt ein und dann geht's auf nach Rumänien. Wo sind wir? Also vor immer hinter Ungarn und vor Rumänien. Und wie heißt es hier? Rumänien. Ungenien. Okay. Wenn das in dem Tempo weitergeht, sind wir wann in Rumänien? Am Ende des Urlaubs, in 2 Wochen. Alles klar. Es bewegt sich nämlich nichts. Doch, es bewegt sich was. Oh ja, ich glaube, wir haben ein Auto abgefertigt. Oh mein Gott, da ist ein Polizist. Zwei Autos. Wer Lust hat, sie, dann fahr ich jetzt aber hopp. Alles klar. Guten Tag. Ich habe gerade eine Vignette besorgt für Rumänien. Und das finde ich richtig cool. Man kriegt nämlich nur noch eine Quittung. Und alles andere, wie in Ungarn auch im Übrigen, alles andere funktioniert dann über das Nummernschild und wird elektronisch erfasst. Also super fortschrittlich. Nicht so wie in Österreich, wo man noch irgendwelche Aufkleber sich an die Scheibe klebt. Ja, cool. Auch wenn das echt eine Erfahrung war, in dem Grenzhäuschen eine Vignette zu kaufen. Und ich war auch so mutig und bin da mal kurz aufs Klo gegangen. Ja. Interessant. Deswegen hat es also so lange gedauert. Die Toilette. Eine Toilette zu kaufen. Nicht eine Toilette. Oh, fangen wir noch an. Oh, Rumänien! Juhu! Auf zum Black Sheep Camp. 2 Stunden haben wir noch. Nee, gar nicht wahr. 200 Kilometer, ja noch 2,5 Stunden. Wir haben
haben jetzt 8 Uhr abends und so langsam geht die Sonne unter, was wir übrigens gar nicht auf dem Schirm hatten. Nach Rumänien sind in der Sommerzeit, es ist eine Stunde Zeitverschiebung. Ich muss nämlich gefragt vom Navi, so, das kommt doch überhaupt nicht hin mit den Kilometern und der Fahrzeit. Ja, eine Stunde Zeitverschiebung nach Rumänien, bist du auch nicht, ne? Bestens vorbereitet. Naja, ist ja auch egal. Learning by doing, würde ich sagen. Und als wir gemerkt haben, oh, wir kommen nach Einbruch der Dunkelheit an, rufen wir doch besser mal an, ob das überhaupt okay ist, weil das ist ja so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man das eigentlich nicht macht, irgendwie dann abends über ins Camp fahren. Aber total lieb. Der Tudor war am Telefon und sagte, kein Ding, komm vorbei. Ich hoffe, ihr habt einen Vorbei vor. Habe ich gesagt, ja, wir fahren Defender. Okay, dann kommt hoch. Also wir sind ganz gespannt, was uns da erwartet. Und haben gerade schon zu den Kindern gesagt, dass wir morgen wahrscheinlich einen Chill-Day einlegen. Insofern, wir haben noch, wie lange Zeit jetzt zu fahren? Zwei Stunden. Etwas mehr als 2 Stunden. Genau. Morgen. Es war noch eine super schöne Nacht. Wir haben bis 2 Uhr morgens am Lagerfeuer gesessen. Kam noch eine Gruppe Studenten dazu, die sind super spät gekommen. Die waren noch durstig. Und dann sind noch Freunde von Tudor und Dana dazugekommen, die hier irgendwo in der Gegend wohnen. Der hatte noch Geburtstag. Das heißt, da muss auch noch mal drauf angestoßen werden. Und ja, wie das dann so ist, ne? Plötzlich ist es 2 Uhr. Man verquatscht sich dann auch gerne und dementsprechend haben wir heute ein bisschen länger geschlafen. Jetzt gibt es erstmal ein Frühstück und dann gucken wir uns hier mal das Camp an. Das ist eine krasse Bühne. Da war letztes Wochenende war hier ein Festival, ich glaub's nicht. Einfach mitten hier oben, 250 Leute, Corona-konform, also sie hätten bis 500 gedurft, haben hier gerockt und gefeiert. Ja, da wohnen die beiden. Da rechts, das ist die Feuerstelle. Da gibt es heute Abend Gulasch, bin ich sehr gespannt. Der Gabor bereitet das gerade vor. Und
Hier ist eine Wasserstelle. So, da kommt frisches Quellwasser. Daneben sind Duschen mit also Solarduschen. Auch voll gut. Also man kann hier tatsächlich warm duschen. Und dann gibt es hier überall so kleine süße Hütten. Ja, und das sind die Donnerbalken. Das sind die Toiletten. War ein schöner Abend, Lotta. War super, ne? Ja, am Feuer zu sitzen und alles. Und hast noch Marshmallows gemacht. Dann holen wir jetzt mal unsere Sachen, unsere 7. Und was machen wir dann? Gehen wir ins Bett und schlafen, oder? Ja, und Zähneputzen. Wir machen es jetzt fertig. Das war ein super anstrengender Tag. Wir haben sehr viel erlebt. Und morgen früh wollen wir dann auch mal aufbrechen, ne? Weiterziehen. Mit den 7 Sachen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen.